Moin, hier ist mal wieder der Schattenhass-Weiß mit dem nächsten Was wollen wir trinken Video. Heute habe ich wieder meinen Eistee und zwar den Arizona Sunbrewed Style Iced Tea with Peach Flavor. Der kommt im Gegensatz zu diesem Pfannerzeug aus in der Plastikflasche. Und die Europazentrale ist wohl in Amsterdam in Holland. Und Amsterdam ist tatsächlich in Holland und nicht nur in den Niederlanden. Und das ist ein Schwarzteegetränk mit Pfirsichgeschmack, mit Zucker und Süßungsmittel. Warum auch immer. Zutaten: Wasser, Zucker, 0,1% Pfirsichsaft aus Pfirsichsaftkonzentrat, Schwarzteeextrakt 0,14%, Säuresmittel Zitronensäure und Apfelsäure, natürliches Aroma, Antioxidationsmittel, Ascorbinsäure, Süßungsmittel, Stevioglycoside. Enthält Koffein, für Kinder unter 2 Jahren nicht geeignet. Und das Zeug hat 21 Kalorien pro 100 Milliliter. Da bin ich mal gespannt. Ich glaube, diesen Arizona-Eistee habe ich noch nie getrunken. Und der Verschluss gefällt mir schon mal gar nicht. Also, warum auch immer die das so bescheuert kompliziert machen müssen. Und der riecht definitiv anders als der Pfanne-Eistee. Und schmeckt auch anders als der Pfanne-Eistee. Und der Pfanne-Eistee, ganz klar, nach Tee mit Pfirsich schmeckt. Schmecke ich hier weder Tee noch Pfirsich raus. Das erinnert mich mehr Also wenn das nach Pfirsich schmeckt, dann mehr nach dem Pfirsich in der Dose mit viel Zucker und nicht wie Pfirsich frisch vom Baum. Jetzt kann das Zeug heißt Arizona. Jetzt vermute ich mal, dass das ursprünglich nicht aus Europa kommt. Und vielleicht schmecken die Pfirsiche in Amerika ja auch anders. Oder das ist nach dem typisch amerikanischen Geschmack. Und ich kann mir vorstellen, dass die meisten Amerikaner noch nie einen lebenden, frischen Pfirsich gegessen haben, sondern nur dieses totgekochte Zeug aus der Dose. Also ich sage jetzt nicht, dass das schlecht schmeckt, weil damit würde ich lügen. Mir fehlt auch trotz reduziertem Zuckergehalt keine Süße. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe kein anderes erwartet.
Also der Arizona, ja, das Licht ein bisschen blöd, ja, und im Winter ist es auch schwieriger, bei Tag zu drehen. Das ist dann meistens auch bewölkt und habe ich auch kein besseres Licht. Ich muss mir mal irgendwann ein paar Scheinwerfer kaufen, damit ich auch abends oder nachts die Videos machen kann. Weil jetzt seht ihr hier recht wenig drauf, aber das kriegt jetzt so ein Seitwärts-Daumen-Tendenz nach oben. Das schmeckt nicht schlecht, aber es schmeckt weder nach Tee noch nach Pfirsich. Von daher, ja, hätten sie das anders genannt, Eistee, keine Ahnung was, hätte wahrscheinlich von mir eher einen Daumen hoch gegeben, aber das schmeckt nicht, wonach es danach, was das schmecken soll. So, ich hoffe, das Video hat euch so geschmeckt, wie es schmecken sollte. Wenn ja, gerne einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar, freue ich mich immer drüber. Und ansonsten sage ich wie immer, danke fürs Zugucken und bis beim nächsten Mal.